Geht ihr in die Schule? Ja, Mathilda kommt nämlich in die Schule und probiert schon mal ihren schönen Ranzen aus. In diesem Jahr wird Mathilda eingeschult, im Sommer hat sie Einschulung und sie wird dann schon 7 Jahre alt sein und wir sind echt total bereit für die Schule, alle Mann, die ganze Familie und Mathilda, und wir freuen uns jetzt in diesem Jahr auf diese Erfahrungen. Wir freuen uns darauf, dass auch so ein neuer Lebensabschnitt beginnt für Mathilda. Sie wird mit 7 Jahren eingeschult und ist wirklich sowas von schulreif, dass wir uns auch richtig darauf freuen und ich sicher bin, dass Mathilda, dass es ein super Schritt für sie ist, um sich weiterzuentwickeln, neue Freunde kennenzulernen, auch so einen neuen Rhythmus im Leben kennenzulernen und natürlich auch viele Dinge zu lernen und spielerisch zu lernen, aber sie braucht das jetzt, glaube ich, wirklich. Man merkt auch, dass sie ein großes Mädchen wird, dass sie geduldiger ist, dass sie aufnahmefähiger ist. Genau, im letzten Jahr haben wir noch 1 Jahr gewartet. Wir haben sie zurückstellen lassen. Und jetzt ist die Zeit gekommen. Das merkt man jetzt natürlich. Jetzt wird sie auch schon eine der Ältesten sein in ihrer Klasse. Für uns alle war es aber sowas von die richtige Entscheidung, weil wir im letzten Jahr einfach noch Sorgen gehabt hätten und Ängste, dass es nicht das Richtige ist. Und es war auch so ein Gefühl von Überrumpelung, so ein Gefühl von, oh, das ist so plötzlich. Und das ist es ja logischerweise in diesem Jahr nicht mehr, denn wir hatten alle 1 Jahr uns darauf vorbereitet. Und jetzt ist richtig große Vorfreude da, also wirklich riesige Vorfreude, dass im Sommer die Schule losgeht und dass wir jetzt alles organisieren. Das ist bei Mathilda, glaube ich, auch so. Wir haben uns auch viel damit beschäftigt und mit Freundinnen gesprochen, welches der richtige Schulranzen ist. Auch im letzten Jahr schon sind ja ihre Kita-Freundinnen eingeschult worden. Und es war uns wichtig, dass der Schulranzen natürlich leicht ist und dass er gut ist für den Rücken, dass er eben rückenfreundlich ist. Und ich habe die meisten Geheimverstecke. Und die Geheimverstecke, die müssen auch da sein. Und gefallen muss er natürlich Mathilda auch. Und jetzt haben wir uns für den Ergobag-Rucksack entschieden. Und zwar ist es das Modell, das wirklich auch noch wie ein Rucksack ist und nicht wie ein Ranzen. Also nicht dieser längere, der eckig ist, sondern eher der knaufigere. Und ich finde das gut, dass Mathilda eben... Knaufig? Ist das aber ein normaler Rucksack? Na klar, ist ein normaler Schulranzen. Oh, okay. Und ich finde, dass dieser Schulranzen für Erstklässler und auch Zweit- und Drittklässler genau das Richtige ist. Also man kann natürlich sagen, irgendwie in der dritten und vierten Klasse wird er zu klein oder zu kindlich und man wird dann anfangen, einen neuen Ranzen zu kaufen. Ich denke, das hat man aber immer so mit Kindern, dass sie rauswachsen aus der Kleidung, rauswachsen aus Büchern und immer wieder neue Dinge anschaffen muss. Und wir haben jetzt einfach darauf geachtet, dass sie glücklich ist in der ersten Klasse mit ihrem Ranzen, dass sie sich damit wohlfühlt und wirklich Freude an diesem Ranzen hat. Deshalb haben wir den ausgesucht. Wir haben im Internet auch nachgeschaut, da gibt es ganz viele Farben und ganz viele Modelle und die leuchten im Dunkeln teilweise und ganz, ganz viele Farben, wirklich. Und Mathilda hat sich den selber ausgesucht und jetzt gefällt mir auch, glaube ich, total gut. Ja. Und das ist noch ein Lesezeichen. Ich weiß nicht, was das ist, aber das ist, wo man reinschreiben kann, wann man das hat. Boah. Ja, das ist so ein Leuchtprotektor. Damit man dich auch im Dunkeln gut sieht. Den kann man da extra dran machen, weißt du? Ah. Guck mal, die nimmt den Ranzen weg. Na, siehst du? Und hier ist ein Zauber. Ein Zauberfach. Das ist auch so ein Leuchtprotektor.
Ja, und schau mal. Da ist noch ein Kletti, ja, den du da noch dran gemacht hast. Ja, ist witzig. Was macht man dann hier rein, Mama? Da macht man, an der Stelle macht man gar nichts rein. Dahinter ist doch noch ein Reißverschluss, da kann man was reinmachen, zum Beispiel sein Frühstück. Und hier ist der andere Rucksack. Das ist der Sportrucksack, ja, da kann man die Sportschuhe reinmachen und ja, und den finde ich auch ganz cool. Das hat schon ganz viele Rucksäcke bei mir hier hinten, aber warte, bleib hier, gleich, ich zeig nur einmal. Aber hier können die Sachen für die Schuhe rein. Das finde ich ganz cool. Warte, gleich, ich will nur einmal zeigen, Mama. Die Sachen für die Schuhe. Und hier die anderen Sachen, die Turnsachen. Und das hier ist der Regenüberschutz. Für den Schulranzen, ja? Falls es mal regnet, damit nicht alles nass wird.